Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Heute möchte ich eine Frage beantworten, die ich in den Kommentaren gefunden habe. Und zwar zu meinem Video, wo es um die Laufzeit des Akkus ging. Da habe ich ein bisschen erzählt, wie man am besten einen Akku pflegt und wie man dann hoffentlich die längste Zeit was vom Akku hat. Und da hat der Remy Bennett mir geschrieben, erstmal hallo, schöne Videos, die ich da mache, danke Remy. Und ob er, wenn er mit dem Akku-Pack unterwegs wäre, ob das Akku-Pack so lange sein Handy laden würde, bis das Akku-Pack selbst auf 0% ist. Und dann sagt er selber, das sei ja nicht so gut für den Akku-Pack. Also da hast du natürlich auf jeden Fall recht, Remy, denn wenn das passiert, also wenn ein Akku auf 0% sinkt, dann tut das dem Akku definitiv nicht gut. Also von daher richtig. Die meisten Akku-Packs, beziehungsweise auch die meisten Akkus in Handys, in meinem Multicopter und so weiter, sind so konstruiert, dass sie einen Mikrochip auf dem Akku haben, der dem Gerät wiederum, also der mit dem Gerät kommuniziert und dem Gerät mitteilt, hier, ich bin jetzt noch bei 5%. Beim Handy könnt ihr das ganz gut sehen, dann wechselt bei einigen Handys sogar die Farbe der Akkuanzeige, zum Beispiel auf Gelb oder auf Rot. Und das bedeutet dann, dass der Akku nun so wenig Energie hat, dass er sich tatsächlich selber schaden würde, wenn er jetzt noch weiter benutzt würde. Also sendet er das Signal an das Gerät und wird dann vom Gerät auch abgeschaltet. Also beim Handy könnt ihr auch zwischendurch beobachten. Je nach Modell habe ich es bei einem Samsung gehabt, ich glaube beim S5 war das einmal, dass dann wirklich im Display steht, Akku abschalten, also Restladung nicht ausreichend, bitte Akku ausschalten. Und jetzt nochmal zu deiner Frage, Remy. Normalerweise würde ein guter Akku-Pack dann an der Stelle automatisch abschalten. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie gut die Qualität des Akku-Packs ist. Und da kannst du dann auch sehen, wenn du irgendwie nach 3-4 Monaten schon überhaupt keine Ladung mehr auf dieses Akku-Pack bekommst, dann weißt du, okay, das ist wahrscheinlich immer auf 0% abgesunken und also unter anderem natürlich und deswegen hat es natürlich dem Akku geschadet. Wenn du aber einen hochwertig, also einen qualitativ hochwertigen Akku-Pack gekauft hast, dann kannst du davon ausgehen, dass dieser Akku-Pack auch vorher abschaltet. Wenn man nun diesen Akku-Pack aber dazu zwingt, immer wieder einzuschalten, wie zum Beispiel bei einem Handy, oh, ich muss unbedingt noch auf eine WhatsApp zugreifen, ich schalte das Handy nochmal ein, obwohl ich schon weiß, das hat von alleine ausgeschaltet, weil der Akku halt völlig runter war. Ich schalte das Handy trotzdem ein und gucke mir die WhatsApp an. In dem Moment schadet ihr natürlich auf jeden Fall dem Akku auch. Und wenn du das also mit dem Akku-Pack unterwegs machst und es immer wieder zwingst, nochmal wieder einzuschalten, obwohl es schon automatisch sich abgeschaltet hat, dann kannst du auch davon ausgehen, dass du, das hast du ja selber ganz richtig gesagt, dem Akku-Pack dann auf jeden Fall schadest. Also, ganz kurz zusammengefasst, Fazit, wenn du einen guten Akku-Pack gekauft hast, kannst du davon ausgehen, dass er sich von alleine ausschaltet, bevor er sich schadet. Und wenn du das Akku-Pack dann immer wieder zwingst, gegen seinen Willen quasi nochmal wieder ein bisschen einzuschalten, sei es nur einen halben Prozent, dann hast du ihn irgendwann auf 0% runtergenudelt. Und dann kannst du auch davon ausgehen, dass er wirklich kaputt geht. Ich hoffe, die Antwort hat dir geholfen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vergesst nicht zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.